Willkommen bei AI Digital. Ich bin Alpa und heute sprechen wir darüber, wie ihr den Speicher eures Poco X3 erweitern könnt. Grundsätzlich ist es so, dass der Speicher beim Poco X3 begrenzt ist. Das bedeutet, ihr habt einfach das Gerät gekauft und habt einen gewissen Speicher. Ich habe zum Beispiel 64 GB. Das finde ich raus, indem ich einmal hier auf die Einstellung gehe und dann auf mein Gerät und dann sehe ich hier bei Speicher ganz oben Gesamt 64 GB. Ihr seht, ich habe schon 18,7 GB belegt, also ich habe knapp noch 40 GB frei. Im Gegensatz zu Apple-Geräten ist es bei vielen Android-Geräten wie auch dem Poco X3 möglich, diesen Speicher zu erweitern. Das bedeutet, ich kann also mit einer externen MicroSD-Karte diesen Speicher vergrößern. Dafür brauche ich eben eine sogenannte MicroSD-Karte. Und die haben sich tatsächlich die letzten Jahre überhaupt nicht verändert. Die sehen also relativ klein aus, aber noch immer wie früher. Und wie alt meine ist, seht ihr insbesondere daran, dass ich hier 128 MB habe. Das ist ja echt lustig, wenn man mal drüber nachdenkt, dass heutzutage auch so auf die gleiche Größe 128 GB draufpassen. Also, diese Speicherkarte benötigt ihr. Wo bekommt ihr die her? Ihr könnt zum Beispiel nach einer MicroSD-Karte, zum Beispiel bei Saturn, Mediamarkt, Amazon, Konrad oder wo auch immer schauen. Und dort gibt es ganz, ganz viele verschiedene Modelle. Wie können wir das jetzt einmal in das Gerät einsetzen? Dafür holen wir einmal die Verpackung von dem Poco X3 und da habt ihr hier quasi so einen gelben Karton drin. Den hole ich aber einmal raus. So, und wenn ich einmal diesen gelben Karton einmal aufklappe, dann finde ich hier den sogenannten SIM-Card-Ejector. Das ist nichts weiter als eine Nadel, so eine Metallnadel. Ich zeige das jetzt mal hier mal, vielleicht geht es etwas schärfer, genau. Und wenn ihr diese Nadel nicht mehr habt oder wenn ihr diese Verpackung nicht findet, dann könnt ihr auch eine ganz normale Büroklammer nehmen. Der Umfang quasi von dieser Nadel ist dann relativ ähnlich und das könnt ihr genauso benutzen. So, und um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, drehen wir das einmal und dann sehen wir hier an der Seite ist ein kleines Löchlein. Und dieses Löchlein schieben wir einmal die Nadel rein und drücken und dann zack, kommt das dann auch schon raus, dieser Schuber. Und das kennt ihr ja auch schon, wenn ihr die SIM-Karte, na, habe ich nicht fest genug gedrückt, wenn ihr die SIM-Karte einlegen wolltet, dann habt ihr das ja genauso gemacht. So, jetzt gucke ich mal, meine Fingernägel sind relativ kurz. So, jetzt habe ich hier einmal den Schuber und ihr seht, hier in diesem Schuber ist quasi schon meine SIM-Karte drin und zwar jetzt hier für den SIM-Karten-Slot. So, jetzt möchte ich aber hier jetzt die MicroSD-Karte reinmachen. Das heißt, ich wechsle das Ganze einfach und lege jetzt mal meine SIM-Karte einfach hier rein. Das heißt, ich kann entweder zwei SIM-Karten hier einsetzen oder eine SIM-Karte und eine MicroSD-Karte. Und wenn ich das hier jetzt einsetzen will, dann passt das eben auch nur über eine bestimmte Art und Weise rein, so dass eben die Kontakte quasi von beiden eben an die gleiche Seite zeigen. So, und jetzt lege ich das auch schon wieder ein. So, einmal komplett reinschieben. Jetzt wird er merken, ah, okay, es ist eine SD-Karte drin. Sehen wir schon, SD-Karte von Sand ist verbunden. Und er merkt auch direkt, hey, du hast gerade eine SIM-Karte eingelegt. Das ist natürlich die gleiche SIM-Karte wie eben. Viermal die 0 und dann bin ich soweit drin. Und jetzt, hier steht, SIM 1 konnte nicht gefunden werden. SIM 2 ist jetzt als eine Standard. Das liegt daran, weil ich vorher im SIM 2 quasi meine SIM-Karte drin hatte und das jetzt gewechselt habe. So, ich gehe jetzt einmal auf OK. Dann gehe ich jetzt wieder auf Einstellungen und gehe jetzt wieder auf mein Gerät. Und dann sehe ich hier beim Speicher MicroSD-Karte einmal hier ganz normal meinen Speicher, wie eben gerade auch. Und jetzt habe ich hier unten SD-Karte von SanDisk. Verfügbar 125 MB. Ich kann jetzt die Karte entfernen, ich kann die Karte formatieren und ich kann verschiedene Sachen machen. Und Speichereinstellungen können wir jetzt mal gucken. Ich kann jetzt zum Beispiel das als den internen Speicher der Kamera nutzen. Ich kann meine Themen dort speichern. Ich kann meine Fotos dort speichern. Das bedeutet, ich kann also jetzt jede Menge Dinge, die ich normalerweise direkt auf dem Gerät speichern würde, auf der SD-Karte speichern. Und dadurch habe ich eben automatisch viel, viel mehr Platz. Es macht zum Beispiel auch Sinn, bestimmte Dinge tatsächlich dort auszulagern, wie zum Beispiel Fotos. Wenn ich dann das nächste Handy habe, dann nehme ich die Karte einfach raus, tue sie in das nächste Gerät rein und dann habe ich dort auch komplett meine Fotos. Ja, das war es dann auch schon zu dem Video, wie man die MicroSD-Karte in das Poco X3 einlegt. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, dann stellt uns diese Frage einfach in den Kommentaren. Wir versuchen, so viel wie möglich zu beantworten. Ich hoffe, gebt uns einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!